Axt nutzen wir, um Palmen zu fällen. Interessanterweise funktioniert das nur bei Palmen und bei nichts anderem, aber... Also, halt ein paar Büschen, ne? Bei nicht allen. So rum meinte ich jetzt eigentlich. Das hat sich nicht geändert. Die Axt sieht, glaube ich, jetzt ein bisschen anders aus hier. Ah, ich wollte gerade sagen, ich muss mal Kokosnüsse runterfallen von dem Ding. Warte mal, Kokosnüsse! Was soll ich denn sonst essen? So, wir wollen wieder auf Palmbanks. Ja, das habe ich nicht vermisst, dieses ewige Filetieren von den Sachen. Aber sie landen jetzt alles schön einheitlich nebeneinander. Das ist doch schön. Inventar ist voll. Wir brauchen dringend eine Art Storage-System. Man kann tatsächlich Boxen finden. Ja, es gibt ein Storage-System. Man kann Boxen finden und verwenden. Okay, Crafting. So. Water Still. Palm Font. Coconut Flask habe ich. Lashing. Tarp und Steine. Lashing, Tarp, Steine. Okay. Das finden wir doch alles hier bei uns in der Base. Ach, muss ich jetzt ernsthaft erstmal. Das Menü ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Das krude Messer kann auch einmal weg. So, Tarp. Haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Steine. Stein, 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 Stein. Ha, ein Fibrosiv. Das ist immer gut. Alle von den Mistdingern mitnehmen, die wir finden. Rock. Noch ein Rock. So, haben wir es jetzt immer mal zusammen. Nein, das Dashing fehlt noch. Jetzt müsste es passen. Meine Güte, was eine Quälerei, ey. Oh. Aua! Dann geht mir so Schlange auf die Nerven. Was piepst du rum, du Idiot? Bäh, uns geht's nicht so gut. Und wie sollen wir uns heilen, bitte? Ich will keine Medizin oder sowas. Ich weiß, es gibt noch so eine kleine Versorgungstasche am Schiff, aber ich weiß halt nicht, was da drin ist. Ah. Foodrationen. Ah. Naja. Unsere Gesundheit weiter ab, oder? Ah. Ich mag diese Schlange nicht. Okay. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, ganz dringend, ist ein... Ist es denn? Shelter. 4 Palmfonds, 1 Lashing. Okay. Ein Lashing, können wir das herstellen? Können wir nicht. Das ist schlecht. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir genug. Okay. Einmal Lashing. Dankeschön. Eine Palmwede sollte hier unten ja noch... Wir sterben gleich wirklich, wenn ich mir das angucke. Ich glaube, ein Palmwedel sollte hier noch liegen. Und jetzt können wir uns einen Shelter bauen. Safe. Und Sleep. Ausgeruht und frisch. Wir sagen die Vitalitätsparameter schlecht. So. Das Still ist empty, das ist schlecht. So, die müssen wir jetzt im normalen Inventar haben, ne? Genau.
Hunger sieht jetzt wieder gut aus, aber Gesundheit ist halt ein bisschen mau. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Ich weiß halt auch nicht, wie wir das jetzt ändern sollen, ehrlich gesagt, so auf die Schnelle. Ja, okay, wir hatten einen relativ scheiß Start in das Spiel, sag ich jetzt mal. Ah, ein junger Palmtree. Komm her. Jetzt bringt nämlich unser anderes Heilkräuterchen hier. Jetzt bringt den Aguja. This could help me to hold my breath. Was, Luft unter Wasser anhalten? Ja, okay. Ja, ich habe das Schlangengift, bringt uns hier gerade um. Ich fürchte, unser Typ ist gleich tot. Ich glaube, wir sind tot. Kein Tag überlebt, wir sind durch einen giftigen Schlangenbiss gestorben. Hä? Blöd. Ja, liebe Freunde, das war Staffel 4 von Stranded Deep. Nein, natürlich nicht. Wir starten einfach nochmal neu. Yeah! Sieht ein bisschen spacey aus, das Flugzeug. Guck mal. Seht ihr das? Ein bisschen wie, Pilot? Was ist los? Ich guck gerade mal, ob man irgendwas sieht. Beim Piloten? Okay, die Seite vom Flugzeug platzt auf. Der Pilot sitzt da hinten. Aber wir können nicht mehr aufstehen. Nee! Okay. Das war einfach sehr chaotischer Start in das Spiel. Ja. Versuchen wir unser Glück auf ein neues. Wie ist das, das Blut des Captains da drin? Ist ja ekelhaft. Das ist ja widerlich. Sollten wir doch auf der Startinsel bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nicht gerade mit Viechern verseucht ist, die uns umbringen wollen. Was lernen wir daraus? Wenn irgendwo Schlangen in der Nähe sind, weg. Und zwar so schnell es geht. Bleiben wir doch einfach auf der Startinsel, die uns das Spiel zugedacht hat. Ich meine, es hat ja nicht... Wir sind ja nicht ohne Grund direkt neben der Insel gestrandet, sozusagen. Das soll ja durchaus eine Richtigkeit haben. Die ist kleiner, ne? Also. Die ist deutlich kleiner, aber das macht ja nichts. Klein, aber mit Charakter, könnte man sagen. Bötchen, ne? Dass du nicht wieder hier einen Verschwindibus machst. So, Möwen, können wir die jagen? Nein. Okay. So, jetzt einmal der Expressstart. Don't tool. Steine, Steine, Steine. Eine schwebende Möwe. Wo jetzt nicht die schwebenden Möwen? Tarp brauchen wir später auch. Jetzt haben wir reichlich Steine. Das gefällt mir. Die Insel ist wirklich klein, ne? Wir werden wahrscheinlich relativ schnell abgegrast haben. Das ist ja wirklich winzig, ne? Viel mehr als ein Startup reicht die aber echt nicht. Okay.
Ja, ich würde sagen, wir bauen hier in 6.1 eine Senke. So, was ich aber jetzt noch nicht gefunden habe, sind die Palm-Leaves, die wir brauchen. Ich würde alles hier gerade außer Fibrius Leaves. Wo müssen sie ja sein? Ah, hier entwächst was. Okay. Früher war es so, dass der Krempel nachwächst. Ich hoffe, das ist immer noch so. Sonst kommen wir nicht weit mit den paar Sachen hier. Na komm, sammle ein. Geht nicht. Okay. Craft Lashing. Machen wir. Pick up Lashing. Craft a Refined Knife. Machen wir. Craft a Campfire. Kommt mir gerade irgendwie alles ein bisschen bekannt vor. Weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Eine Fire Pit immer drumherum. So, Craft Kidding. Wir uns einmal im Expressverfahren, das was wir eben schon gemacht haben. Ist es. So. Hand ich Krepp. Na, Mr. Krabs. Ernsthaft? Ich hätte nicht mal Pfeil vorwärts gedrückt. Ernsthaft? Ist eine Krabbe? Okay, ist nicht wirklich was passiert. Stell nicht so an, der Säcker Krabbenfleisch. Manchen Ländern ist dies eine Delikatesse. Na, eben hatten wir es doch so schön, dass das im Liegen geblieben ist. Perfekt. Die sprutschelt sich da jetzt ein und wir gucken mal, wie wir zurechtkommen. Wenn wir jetzt mal Lashings sammeln gehen. Lashings sind hier scheinbar echt essentiell. War es noch mehr hier von dem Zeug, als ich dachte. Das hatten wir ja auch schon den großen Palmen geguckt und die waren halt ein bisschen rar gesät. Aber die kleinen sind in ausreichender Menge da, denke ich. So. Bam! Sammeln wir einen ganzen Krempel. Die heiligen Fibrius Leaves, ey. Ich errichte einen Schrein und bete sie an. I need to cool down. Sunstroke, ein Sonnenstich. Ach, irgendwas ist immer. I need to cool down. Ja, das ist gerade ein bisschen schlecht hier, Kollege. Ah, können ein paar Lashings herstellen, das ist doch gut. Okay. Inventar, was haben wir noch für ein Krempel dabei? So. Legen wir unser Messer da mal hin. Noch kurz ein bisschen sortieren hier. Sperrige Sachen, da. Ah, da war unsere Krabbe gerade fertig. Feuerchen aus. Cooked Small Meat. Auf die Gesundheit, fertig, los. Ne, Krabbe immer schön durchbraten, wissen wir doch. So, jetzt hätte ich ganz gerne meine Water Still schon mal wirklich schnell platziert. Was brauchen wir? Coconut Flame. Okay, ja, stimmt, ja genau, die Kokosnussgeschichte. Zwei Stone Tools und ein Stock. Ich nerv, dass man immer mal etwas gecraftet hat, immer erst wieder aus dem Menü geht, aber. Naja. Ey, wie kannst du das nicht mitnehmen? Achso, ein paar viele Steine im Inventar, okay. Keine Ahnung. Wirklich viele Steine, sehr schön. Stoggy Boy. Crafting.
Axt. Sehr schön. So, wo ist die nächste Palme? Da. Hat ein Sonnenstechen und haut sich erstmal den Schatten weg. Wir sind ein Survival Master, man merkt es. Gott, ist die Kurve uns weit geflogen. Halt! Halt! Halt sie fest! So. So. Und auch ein paar Stöckerlis. Lose Stöcker sind auf dieser Insel tatsächlich nicht so viele. Das überrascht mich ein bisschen. Na, es dauert immer so Jahre, ey. Egal, wir brauchen Baumaterial. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Ah, die kann man schon gar nicht mehr mitnehmen. Okay. So, was wollte ich jetzt craften? Wir brauchen unseren Water Still. Ne, erstmal brauchen wir die Kokosnuss. Irgendwas da? Zack. Okay, wenn wir viel zu viel Krempe, wollen wir unser krudes Knife abgelegt. Verdammt, wo ist unser Messer, ey? Ach da! Gut, legen wir mal die Axt dazu ab. Palmwedel. Können wir uns irgendwann mit einwedeln? Hier. 1, 2, 3, 4. Einen brauchen wir noch fürs Crafting. Eine Tab. Und eine Kokosnussflak. So. Da. Waterstill. 3 Steine. Okay. Gott, das ist kompliziert, das Ding zu craften, ey. Meine Fresse. So, das Kibbeling kann man schon Feuer. Steine brauchen wir 1, 2, 3. Ah, witzig, einen Smoker können wir uns auch schon bauen. Cool. Wollte ich aber gar nicht. So. I need to find water. Dehydration und Sonnenstich. Das fängt doch gut an. Gegen Sonnenstich hat doch angeblich Aloe Vera geholfen. Und? Dehydrierung nur noch, okay. Ja, was hilft denn am besten gegen Dehydrierung? Wasser. Wir haben noch eine Kokosnuss, die können wir knacken. So, das war keine gute Wasserquelle, aber... Wir verdursten erstmal nicht. Finde ich schon mal ganz wichtig. So, Vitalitätsparameter. Nicht gut, aber ausreichend. Okay. Ich könnte jetzt eigentlich mal das Feuer nochmal anmachen und mal eine Krabbe rauflegen. Also ich schiebe nicht mal was zu essen. So. Mr. Krabs and Friends, wo seid ihr? Jetzt alle weg, weil die wissen, dass wir auf Jahre verjagt sind. Da. Guten Tag. Wir brauchen eh das Messer, um die zu häuten, ey. Ah, verdammt. Warten wir es abgelegt. Oh, kaum zu sehen, ey. Kaum sichtbar, dieses blöde Messer. Na. Gott, werden die nicht verhungern. Ich treffe die nicht.